die Yobibo K20. Das sind die Kopfhörer, nach denen ich lange gesucht habe. Sie sind extrem klein, extrem dünn, extrem leicht, sehen geil aus und sie gehen nicht in den Gehörgang. Und ob sich diese Teile in der Praxis bewiesen haben, das erfahrt ihr jetzt, also los geht's. Gleich im ersten Moment merkt man, dass es sich hier um keine Billigkopfhörer handelt. Denn das Case besteht komplett aus Aluminium und was ganz wichtig ist, was die wenigsten Hersteller so gut hinbekommen, der Schließ- bzw. Öffnungsmechanismus wirkt extrem hochwertig. Außerdem fällt natürlich eines auf, das außergewöhnliche Design. Ja, tatsächlich. Die Kopfhörer liegen bei geschlossenem Case leicht frei. Aber keine Angst, sie fallen definitiv nicht raus. Der Grund für diese Designentscheidung ist klar. Zum einen sieht man, ob die Ohrstücke geladen werden und zum anderen ist somit die dünne Bauweise möglich von nur 13 mm Höhe. Mittig ist eine kleine LED-Anzeige, die die Ladung des Akkus im Case anzeigt. Welcher groß genug ist, um die Kopfhörer 5-mal komplett aufzuladen, was zu einer Laufzeit von insgesamt ca. 20 Stunden führt. Leider lässt er sich aber nicht kabellos laden, da das Case eben aus Metall besteht. Dafür aber natürlich mit Kabel. An einem Anschluss, der optisch gut gewählt ist, aber nur, falls man nicht gerade am Aufladen ist. Ich muss hier an dieser Stelle noch auf einen kleinen, ich sage es mal, Fehler hinweisen. Zumindest mal bei meinen ist es so. Und zwar verbinden sie sich ab und zu automatisch mit dem Smartphone, ohne dass ich die Klappe geöffnet habe. Keine Ahnung wieso, vielleicht ist das Spiel bei mir etwas zu groß. Aber kommen wir nun zu den Ohrstücken. Diese sind, wie auch schon das Case, extrem dünn und wahnsinnig klein. Zudem sind sie mit jeweils 3,5 Gramm leichter, also ziemlich jedes Konkurrenzprodukt, wie zum Beispiel die AirPods oder die Huawei FreeBuds. Und sie tragen sich perfekt. Ich hatte noch nie Kopfhörer in meinen Ohren, die so angenehm zu tragen waren. Das ist natürlich sehr subjektiv, aber so ist es bei mir. Außen haben sie jeweils eine kleine Fläche, die genutzt werden kann, um Lieder vor- oder zurückzuspringen oder zu pausieren. Doch man muss die Fläche nicht genau treffen, da es über Beschleunigungssensoren funktioniert und nicht wirklich über eine Touchfläche, was sehr komfortabel ist. Im Inneren werkelt ein 13mm Treiber, der für einen ordentlichen Klang sorgt. Aber die Kalibrierung dürfte nicht den Geschmack von jedem treffen, denn während die Höhen und Mitten sehr klar daherkommen, lassen sich die Bässe etwas vermissen. Soll aber nicht heißen, dass es gar keinen Bass gibt. Es gibt ihn, er ist angenehm, aber nicht so stark präsent wie bei vielen anderen aktuellen In-Ear-Kopfhörern. Leider lässt sich das auch nicht über Equalizer-Einstellungen in Spotify ändern. Somit liefern sie eher einen kühleren, harten, statt eines warmen, bassdominierenden Klangs ab. Aktive Geräuschunterdrückung gibt es bei den K20 auch nicht. Dennoch werden Umgebungsgeräusche beim Telefonieren dank Qualcomm-Technik gut gefiltert. Kann man die Yobibo K20 nun also empfehlen? Absolut, aber es gibt ein paar Features, die eben fehlen. Zum Beispiel kabelloses Laden hat es nicht. Automatisches Pausieren, wenn ihr die Kopfhörer aus dem Ohr nimmt, hat es nicht. Und auch eine aktive Geräuschunterdrückung fehlt hier. Des Weiteren, was vielleicht noch wichtiger ist, ist, man kann diese Kopfhörer aktuell nicht einfach über Amazon oder sonst was kaufen. Ich habe meine über Kickstarter und ich weiß nicht, wie es sich dann bei Garantie oder bei Rückgabe verhält. Das war's dann von mir. Bis zum nächsten Mal Mobile Check und tschüss.